Donnerstagmittag ab, oder besser gesagt ab Donnerstagmittag erst erwartet wird, so kommen wir hier schon ja, ziemlich in der Frühe von Mittwoch an. Ja, aber umso früher haben es halt. Hier wird ganz schön just in time gearbeitet. Wobei just in time ist ja genau auf zum Zeitpunkt. Das ist ja nochmal just in time, was wir verbringen. Wir machen ja just im Vortime hier. So, hier ist nochmal ein Rasthof. Den hat man aber ganz schön schlecht erkannt. Und jetzt fahren wir an Flensburg vorbei, fahren ganz schnell vorbei, bevor die uns den Führerschein abnehmen. Schnell weg. Ich will auch keine Punkte hier haben. Schnell zur dänischen Grenze. Nur 20. Das haben wir gut überstanden. Sehr gut, wobei da kommt jetzt die letzte Ausfahrt Flensburg. Schon verrückt, dass die drei Ausfahrten haben hier. Ja, noch schnell an diese vorbei. Dann haben wir es fast geschafft. Da vorne ist auf jeden Fall jetzt der Grenzübergang. Boah, ist der verrückt. Und hier ist er nun, der Grenzübergang Deutschland-Dänemark. Ja, und dann sind wir jetzt hier in Skandinavien. Hilfe, was war das denn? Ja, jetzt haben wir dadurch 4% Schaden am LKW bekommen. Ah, zum Glück nicht am Trailer, weil uns da einer voll hinten reingefahren ist. So, die letzten Kilometer. Ich kann es ja, wie gesagt, immer noch durch diese G-Force-Meldung nicht erkennen. Also ihr könnt es sehen, klar, aber ich kann es nicht sehen. So. Ah, hier ist ein kleiner Rast. Städte hier mal wieder, Rastplatz. Kolding sind wir jetzt, okay. Kolding. So, und da vorne, das sah aus wie irgendwie das Atari-Zeichen. Von der Entwicklerfirma Atari das Zeichen nehmt. So, und hier müssen wir abbiegen. Oh, oh, oh. Und hoch. Viereinhalb Stunden können wir noch fahren, okay. Da, da ist schon wieder, wie das Atari-Zeichen, ja. So. Aarhus, Kolding, Odensen.
So, und fahren wir Odense an. Mal kurz gucken auf der Karte. Ach da, okay, das ist jetzt unser Abschnitt. Odense und da hinten Kopenhagen und einmal Maut. Alles klar. 100 können wir fahren. Es blinkt da. Das ist eine Brücke, okay. Über die Brücke geht es. Über sieben Brücken musst du gehen. Ja, Herr Peter Maffay. Oder Karata ist, glaube ich, die Originalfirma. Es ist ja nicht Peter Maffay gewesen. Also nicht offiziell. Muss man ja bedenken. Auch wenn er damit ja immer in Verbindung gebracht wird. Das war ja eben die DDR-Band. So. Die drehten ja, glaube ich, auch heutzutage gemeinsam aus, häufig. So, fahren wir jetzt an Odense vorbei und dann geht's schon in Richtung Kopenhagen. UPS noch hier schön überholen. Gott. Odense ist da jetzt. Gut. Auch wieder Look Oil unterwegs hier. Aber der will nach Odense. Gut, und wir fahren weiter Richtung Kopenhagen. Ja, schlafen müssen wir nicht mehr. Haben wir noch gut 3,5 Stunden Zeit. Schaffen wir noch. Kann man hier immer nur 100 fahren auf den schwedischen, auf den dänischen Autobahnen. Oh, das war nicht so gut. Da hätte man viel früher abbremsen müssen. Aber da habe ich auch gerade wieder mal ein bisschen geschlafen. So, hier geht es jetzt vorsichtig an den LKW dran vorbei. Ja, schön Volvo. Ja, und dann sollte man gleich ankommen eigentlich. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Können wir mal kurz gucken. Ja, da kommen wir gleich an. Kommen wir erstmal an der Mautstelle dran vorbei. Und dann ist wirklich nur ein Katzensprung entfernt, wie die Haltestelle hier im Kasseler Straßenbahnnetz. Da gibt es nicht wirklich einen, die heißt Katzensprung. Warum auch immer die es so heißt. So, den noch schnell holen. Okay. Und ein bisschen abbremsen für die Mautstelle. €61 müssen wir da lassen in Dänemark. Wobei, die haben ja gar keinen Euro, die haben Kronen, glaube ich. Wäre auch mal interessant zu wissen, wie viel, wo diese €61 in Kronen sind. Dänische Kronen, aber weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, die Dänen sind, glaube ich, auch teilweise so, dass die den Euro, glaube ich, akzeptieren. Oder so wie das ist. Ich meine, die Schweiz akzeptiert den, glaube ich, auch. Wobei, da bin ich mir jetzt auch nicht so 100% sicher, aber ich habe mal gehört, dass die das, glaube ich, ähnlich wie die Schweiz akzeptieren, weil ich weiß auch nicht warum. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn es akzeptieren ist, ja, muss man halt nicht umtauschen. Nur die Banken sollten darauf vorbereitet sein, gerade in der Schweiz, dass die Euro-Vorräte haben.
wenn da die Touristen aus den umliegenden Euro-Länder kommen. Die sind ja förmlich von der Eurozone eingekesselt, kann man ja sagen. Ja, hier ist jetzt die Ausfahrt. Sind wir endlich angekommen. Gucken wir gleich an. Genau. Genau, da geht es dann noch in eine bisher noch undefinierten Stadt. So. Und da hoch. Komm schon. Das. Jawohl, das klappt da auch perfekt. Am Atari zeichnen wir da dran vorbei. Und dann jetzt direkt Rheinfahrt in Dänemark. Ja, passt doch. 2,5 Stunden haben wir noch Zeit. Und ja, die Firma LKW Weiter kriegt dann jetzt hier mitten am ziemlich frühen Morgen um 2.30 Uhr ja, ihre Lieferung. Ja, oder sagen wir halt einfach kurz vor 3 Uhr. Ja, schön frisch, einen Tag früher um 3 Uhr morgens. Ja, da kommt dann die Lieferung doch schon an. Erster Aufenthalt in Kopenhagen. Kopenhagen, oder wie das, glaube ich, in Dänisch heißt. Kopenhagen oder so. Ich weiß nicht, ich kann kein Dänisch. Ich vermute mal, dass es russisch aussprechen tut. So, hier müssen wir abbiegen. Was haben wir denn hier noch? Ja, Azese haben sie auch. Ach, das ist ein großer Azese hier sogar. Weil Azese ist normalerweise dieses kleine Ding mit der engen Einfahrt. Habe ich heute auch einen Trailer in echt gesehen. Mit Azese. Hier vorbeigefahren. Da vorne ist die Arbeitsagentur und der LKW hinter ist da hinten wahrscheinlich. Da werden wir dann beim nächsten Mal hinfahren, wenn wir übernachten werden. Haben die hier nur zwei Firmen? Tatsächlich. Also, nee, Sparmarkt haben sie auch noch, okay. Na gut, aber ich denke mal, LKW Weiter wird schon irgendwas dann haben. Das ist ja momentan die beste Firma, die wir hier haben. Wobei Azese ist natürlich ganz schön groß. Also von da ab. Sparmarkt, na gut, die haben jetzt nicht unbedingt die tollsten Sachen, aber. Hoppala, was war das denn? Ja, alles nur in Ordnung. So. Ja, und dann kriegt die Firma das jetzt um 2.30 Uhr. Ja, hallo LKW Walter. Wir sind schon einen Tag früher da. Jetzt um 2.30 Uhr kommen wir an hier. So, hallo. Wir sind einen Tag schon früher da. Ja, damit hätten wir es. Druckbäder von Biscar nach Kopenhagen geliefert. Gefahrenstrecke 2211 Kilometer, Dauer 51 Stunden 56 Minuten, 709,1 Liter Verbrauch. Basis für Kühn- und Erfahrungsbus, Bonus für Fernfahrt und für hochwertige Fracht machen 118.833 Euro und 3.160 Erfahrungspunkte, aufgestiegen auf Level 33 Elite. So, und damit können wir jetzt wieder einen Punkt freischalten. Und ja, das werden in dem Fall die hochwertigen Frachten sein. Beim nächsten Mal dann die zerbrechlichen Frachten auf jeden Fall. Ja, und mit Fernfahrten müssen wir dann halt noch Benzin. Das bedeutet, wir kommen 30% höhere Vergütung, Anstieg um 5% bei Lieferungen für hochwertigen Frachten. So. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch dieser ziemlich lange Auftrag gefallen. Für Weiterempfehlungen und Abos würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann bis in den nächsten Mal.